Liebe Nachgeborene, da Sie mit Ihrem Wissen so weit vorgedrungen sind, dass Sie die von mir hier niedergeschriebenen Erkenntnisse verstehen und in sinnvolle Zusammenhänge einordnen können und unbedingt bei Ihren weiteren Erkenntnissen benötigen, erlaube ich Ihnen, die Schatztruhe des Wissens zu öffnen. Bei meinen vielen Untersuchungen der Eigenschaften von Elementen, die zuerst recht verwirrend zutage brachten, sind mir doch einige Regelmäßigkeiten aufgefallen. Deshalb habe ich mich entschlossen, die chemischen Eigenschaften in ein System zu ordnen, das man später das Periodensystem der Elemente nennen wird. Da Sie von Stand Ihres Wissens zu den Eingeweihten gehören, werde ich zum Stillen Ihres weiteren Wissensdurstes fortfahren. Ich habe erkannt, dass bestimmte Eigenschaften von Elementen sich gleichen und periodisch wiederholen und dass diese Eigenschaften mit der Atommasse in Zusammenhang stehen. Stellen Sie sich ein Gitternetz vor, in welches die Elemente von links nach rechts mit steigender Atommasse angeordnet sind. Dabei begann ich mit dem leichtesten Element, dem Wasserstoff. Sobald ich zu einem Element kam, das ähnliche Eigenschaften wie schon ein notiertes hatte, beendete ich eine sogenannte Periode und begann mit einer neuen Zeile. Elemente, die untereinander stehen, zählen zu einer Gruppe und haben ähnliche chemische Eigenschaften. Beim Untereinanderstellen von Elementen mit ähnlichen Eigenschaften musste ich Lücken lassen. Es muss noch mehr als die 60 bis jetzt bekannten Elemente geben. Allerdings vermute ich noch unentdeckte Elemente, die diese Lücken füllen werden. Für diese Elemente kann ich die Eigenschaften bereits voraussagen. Ich weiß das Wissen in gute Hände. Bewahren Sie sich Ihren Forscherdrang. Russland im Jahr 1869. Ihr Dmitri Mendeleev.